Kurosawaki an dich, erschienen im Ankor Verlag in Frankfurt. Meister von Deshimaru, Meister auch von Uchiyama, wo ich gerade Muho das Buch besprochen habe. Und jetzt wollen wir mal sehen, was das gibt. An dich, Zen-Sprüche, Inhaltsverzeichnis. An dich, den die Augen der anderen nervös machen, an dich, der glaubt, ganz im Trend zu liegen, an dich, der völlig fertig ist vom Ehekrach, an dich, dem das Leben plötzlich sinnlos erscheint, an dich, dem es um Geld, Geld und Geld geht, an dich, der den Premierminister für etwas Besonderes hält, an dich, der die anderen in den Schatten stellen will, an dich, den man übers Ohr gehauen hat, an dich, der seinen Job hinschmeißen will, an dich, der du mit Sazen anfangen willst, an dich, der dein Hara stärken will, an dich, der sich fragt, was Sazen bringt, an dich, der spirituell etwas erreicht hat, an dich, der alles daran setzt, Satori zu bekommen, an dich, der mit dem Satori hausieren geht und so weiter. Ich lese mal einen kleinen Abschnitt vor. Aus dem ersten Kapitel. Du kannst nicht mal einen Furz mit deinem Nächsten austauschen. Jeder Einzelne von uns muss sein eigenes Leben leben. Dabei brauchen wir uns keine Gedanken darüber zu machen, wer von uns der Fähigste ist. Die Augen sagen nicht, unsere Stellung ist zwar niedriger, doch wir leisten mehr. Die Augenbrauen erwidern nicht, wir leisten zwar nichts, dafür ist unsere Stellung höher. Das Arschloch braucht sich nicht dafür zu schämen, das Arschloch zu sein. Die Füße haben keinen Grund, in den Streik zu treten, nur weil sie bloß Füße sind. Der Kopf ist nicht der Allerwichtigste. Auch der Nabel braucht sich nicht einzubilden, der Vater aller Dinge zu sein. Es ist komisch, dass die Leute den Premierminister für etwas Besonderes halten. Die Nase kann die Augen so wenig ersetzen, wie der Mund für die Ohren einstehen kann. Jeder hat seine eigene Identität, die unübertrefflich ist. Im ganzen Universum. Der Mensch macht ein kluges Gesicht, während er im Dunkeln herumtastet. Was bringt mir Sazen? Diese Frage bringt mir am allerwenigsten. Was hat dir denn die Erfindung des Fernsehens gebracht? Und was hat es gebracht, dass du geboren wurdest? Alles bringt nichts. Du hast Angst vor dem Tod? Keine Sorge, du stirbst schon. Schlägereien und Mädchen abschleppen, so grobe Dinge gehören auch zu den täuschenden Begierden. Doch das wirkliche Problem sind nicht die rauen, sondern die viel feineren Begierden. Wir müssen uns auf die Details konzentrieren. Also das ist wirklich ein geiles Buch. Ich meine, erstens, es macht einen Heidenspaß, das zu lesen. Man hat eine gute Zeit damit. Es haut immer wieder rein, dack, dack. Das ist was Neues. Wunderbar.